Moin und willkommen zurück zu Satisfactory im Update 8. Und das letzte Mal wollten wir mit dem Atomkraftwerk anfangen. Hat jetzt nicht wirklich so gut funktioniert. Wir haben zwar unten den MK3-Miner ausgetauscht und dann war es das eigentlich. Wir hatten dann so ein bisschen die Probleme mit dem Strom. Und das kam ein bisschen überraschend für mich, obwohl es war abzusehen, wenn man ehrlich ist. Aber naja. Wir hatten das jetzt dann mal schnell so gemacht, dass wir hier diese ganze Anlage, die für die verschmolzenen Rahmen zuständig ist, abgekapselt haben. Jetzt läuft der Strom mehr oder weniger. Dann hatten wir ein bisschen, oder ich zumindest, ja, Brainstorming gemacht, wie machen wir jetzt weiter? Möglichkeit 1 war, wir gehen dahinter, da ist nochmal ein Ölfeld, dass wir nochmal vernünftig von Grund auf Strom machen. Da war ich jetzt nicht so der Freund davon, werden wir auf jeden Fall noch machen müssen irgendwann mal, aber ja. Möglichkeit 2 war, dass wir einfach knallhart das AKW hinsetzen und dann schauen, wie das irgendwie mit dem Strom hinkommt. Aber jetzt habe ich mir noch was überlegt. Und zwar, ich habe nochmal alles zusammengebaut für den MK3-Miner. Diese drei Turbomotoren sind ja ein bisschen, ja, aufwendig noch, sage ich mal so. Und wir gehen jetzt mal runter zum Kohlefeld. Weil wir haben ja hier ein Kohleband. Man sieht das hier, das zuständig ist für den Kohlestrom. Und wir haben hier auch noch Platz. Wir könnten das eigentlich spiegeln. Ich würde sagen, wir setzen da im MK3-Miner drauf, klatschen alle Schnecken rein, die wir haben. Also maximal 3 Stück logischerweise. Und gucken, dass wir unten nochmal ein bisschen mehr Strom hinbekommen. Wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal, 10 Kohlegeneratoren hinbekommen, das sind jetzt immerhin 750 Megawatt. Wir schauen mal ganz kurz, wie das Drama so ausschaut. Jetzt ohne, dass die verschmolzenen Rahmen angeschlossen sind. Ja. Wir haben übrigens auch Schwankungen bei der Produktion drin. Jetzt ist die Frage, liegt das daran, weil das alles ein bisschen anläuft? Oder ist es echt scheiße? Müssen wir beobachten. Wir müssten wieder auf 10.200 oder so kommen. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe, dass jetzt nichts irgendwie ausgeschalten ist, was überlebenswichtig ist. Werden wir aber rausfinden. Also gut, wir machen hier weiter. Dann haben wir auf jeden Fall, wir hätten sogar jetzt noch ein bisschen Puffer. Wenn man ehrlich ist. Aber wir machen jetzt hier das. Dann haben wir vielleicht sogar noch mehr Puffer. Dann können wir das andere wieder anschalten. Wenn man mal überlegt, maximal Verbrauch 15.000. Das ist das Doppelte, was wir aktuell brauchen. Und dann machen wir mit dem AKW weiter. Das ist der Plan. Wir müssen aber jetzt erstmal rausfinden, wie viel Kohle wir eigentlich zur Verfügung haben. Ein bisschen. Ich überlege gerade, wo könnte das herkommen, dass wir jetzt Stromschwankungen haben. Bei der Petrol-Koks-Anlage vielleicht. Halt, Moment mal, welches Band ist es denn überhaupt? Ich glaube, das Äußerste. Ja. Also. Das müsste auch gleich der hier sein. Das äußerste Band. Nee. Kann es der da hinten? Kann das sein? Ja. Ah, ich hätte schauen sollen, wie viel ich davor habe. Normal. Normal. 120. Aber habe ich da Schnecken drin gehabt? Weiß ich jetzt nicht. Ja, ist auch im Zweifel nicht so schlimm. Also wir haben 600 Kohle. Also da geht einiges. Die Frage ist natürlich, hätten wir jetzt ausreichend Schnecken, könnte ich die auch noch übertakten? Obwohl, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Im 600 Kohle. Wir verbrauchen 15. Oder wann ist jetzt? Ja, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 15 sind 120. Also wir haben 480 noch über. Jetzt ist natürlich die Frage, 480 werden wir im Leben niemals hierher bekommen. Vom Platz.
Wir machen auf jeden Fall erstmal hier noch eine Reihe hin. Fangen da an. Und dann schauen wir mal, wie es mit dem Strom ausschaut. Es könnte sein, dass wir vielleicht mit dem Kohleband noch hochgehen, aber oben haben wir auch so wenig Wasser. Das Problem ist halt, Platz wäre jetzt eigentlich oben nicht das Problem. Da dann eher da Wasser. Und jetzt ist die. Ich habe mich extra für die Kohleanlage entschieden, weil die eigentlich relativ einfach ist. Wir hätten natürlich jetzt auch ganz klassisch Kunststoff und Gummi machen können. Wir werden es eh noch machen müssen. Wir brauchen nur noch Kunststoff und Gummi. Aber jetzt erstmal, weil es, ich sage erstmal, schnell gehen soll. Gut, dann gehen wir jetzt hier auch mal ganz vor. Ich ziehe auch gleich meinen Schweberucksack wieder an. Habe ich jetzt hier immer noch Stromschwankungen drin? 9900. Irgendwas läuft nicht. Ja. Das ist jetzt verdammt ärgerlich. Naja, gut. Wir fangen jetzt einfach an, gegenüber zu spiegeln alles. Halt, Moment, was ist denn das eigentlich für ein Band? MK3, das müssen wir auch noch austauschen. Entweder ziehe ich das Förderband hinter oder die Pipeline. Eins von beiden muss ich. Aber ich glaube, so ist es schon besser. Und dann brauchen wir jetzt immer eine Foundation Platz, ganz genau. Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, wir stocken das auf eine zweite Etage, allerdings sind die Schornsteine schon sehr hoch. So ähnlich wie wir es bei der Plusmod gemacht haben mit dem Futter, mit dem Essen. Dass wir einfach eine Etage oben drauf setzen. Was wir alternativ machen könnten, das ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Weil dann ist die Kohlequelle jetzt weg. Punkt. Setzen hier mal noch einen hin. Das müsste gehen. Und zwar haben wir ja hier den kleinen Wasserfall. Und dann haben wir hier hinten, glaube ich, nochmal einen Wasserfall. Lass mich mal hoch. Geht nicht. Da, wo wir die Festplatte geholt haben. Da wäre nochmal massig Platz. Das heißt, dass wir auch nicht so weit mit dem Förderband dahin zu gehen. Müssen wir mal gucken. Müsste man mal schauen. Also, ich würde sagen, wir tauschen uns allererstes mal das Förderband aus. Und ich sollte nichts vergessen, definitiv nicht. Dann habe ich ja hier eigentlich noch ordentlich Kohle, wenn ich das alles übertakten würde. Das ist gut zu wissen. Die Frage ist, ja, was mache ich damit? Stahl. Im Zweifel. Da fehlt hier ein kleines Stück, nö. Ne? 600 Kohle. Wir hatten noch 480 über. Ich guck gleich mal, wie viel das maximal geben würde. Oh, shit. Falsche Band. Habe ich den falschen? Ich bin zu dumm. Scheiße. Ich habe den falschen Miner gesetzt. Ist natürlich jetzt schlecht, weil ich brauche. Aff. Mist. Da geht man extra schon hinterher wie so ein Kind, wie so ein Sammelspiel und man bekommt es trotzdem nicht hin. Also wir schmeißen mal weg die Kohle. Und bester. Kommt jetzt hier ein MK2-Miner drauf.
Ich weiß halt nicht, ob da Schnecken drin waren. Ich glaube aber schon. Wir testen mal. Also ich mache jetzt hier erstmal die Schnecken rein, weil es waren ja keine drin. Wenn ich jetzt den Miner austausche, bleiben die Schnecken drin? Nee, deswegen. Okay, dann waren schon Schnecken drin. Jetzt passt es auch mit dem Band hier, 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 hier. Scheiße, jetzt gehe ich nochmal ganz gründlich nach. Jetzt habe ich natürlich das falsche Band ausgetauscht. Das passt, das passt. Irgendwie bin ich dann da hoch und auf die falsche Seite gekommen. Ganz wild. Aber jetzt passt es. Schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. So, jetzt nochmal ganz kurz. Wir haben 480 geteilt durch 15 pro Anlage. Das heißt, wir könnten 32 Anlagen hinstellen. Und wenn wir mal gucken, 32 mal 75 Megawatt. Oh, das habe ich im Chat geschrieben. Hier. Sind 2400. Das ist jetzt nicht so super viel, aber auch nicht wenig. Wir müssen eh gleich nochmal zurück, weil mir die Förderbänder ausgehen. Ja, also wir machen das jetzt folgendermaßen. Logistik. Wir setzen jetzt hier mal einen Splitter hin. Dann kann ich, wenn wir da hochgehen, ich mach mal die Waffe weg, wenn wir da hochgehen, irgendwann, wenn wir das machen sollten, mal schauen, kann ich hier mit dem Band rausgehen. Dann können wir das schön sauber hochgehen. Ich lege es mal hin, damit ich es sehe. Dann setzen wir jetzt einfach. Hier überall die Förderbänder. Ganz genau. Entschuldigung. Und jetzt geht mir das schon wieder aus. Ich komme hier mit dem Schweberucksack tatsächlich nicht hoch. Doch zwischenzeitlich nochmal einen Strommasten. Vielleicht sehen wir ja jetzt den See, den ich vorher gemeint habe, aber ja, so ein bisschen schimmert er durch. Da hinten wäre der. Hier. Da hätten wir nochmal Platz. Das wäre auch nicht super weit weg, wie ich finde. Müssen wir mit dem Förderband, mit dem Kohleband da hoch, da hätten wir noch Wasser. Ich meine, gut, schaut euch das an. Wenn man von oben guckt, dann hat man schon noch Platz. Wir haben auch hier noch ordentlich Platz. Aber naja. Hier ist übrigens unsere Batterieproduktion, die läuft noch einmal frei, wundert mich selber ein bisschen. Und eigentlich, wenn wir jetzt schon mal hier sind, ich bin immer noch am Überlegen, wo das Problem mit dem Strom ist. Wenn wir überhaupt eins haben aktuell, also mit den Stromschwankungen, 9000, naja, guckt. Aber jetzt, wenn ich ein bisschen mal anschaue, das sind 75 Megawatt Springe. Das waren jetzt 150 sogar? Nee, doch. Das sind 75, ja genau. 75 Megawatt Springe und das kann nur die Kohlekraftwerk sein. Und ich habe schon so eine, ja. So eine Idee, wo das dran liegen kann. Warum sind denn die jetzt eigentlich komplett aus? Was ist denn jetzt hier los? Hier fehlt Wasser. Okay, lol. Okay. Das kann natürlich auch dazu geführt haben, dass wir allgemein jetzt das Problem haben. Ich müsste mal ganz kurz gucken. Wir gehen von einem Problem ins nächste. Das ist immer ganz geil, aber so ist es halt bei dem Game. Hier
Wir haben hier eine Wasserpipeline. Oh, shit. Wir brauchen insgesamt 50, 100, 150, 200, 300, 350. Minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mal 5, 35. Ja, bisschen mehr als 250 Kubik Wasser brauchen wir. Und das kommt jetzt wo? Hier. Da kommt ja viel zu wenig Wasser an. Das kann ja gar nicht funktionieren. Ey, dann hätte es aber viel länger schon so sein müssen. Ja, und die hier läuft natürlich jetzt nicht mehr zu 100%. Kann das sein? Doch. Ne, 27%. Weil die Aluoxidlösung so voll läuft. Hier läuft ja gar nichts mehr. Habe ich hier irgendwo noch ein Problem mit dem. Mit dem Drama von dem Zug. Hier passt alles. Das heißt, der hier. Ah, shit. Ich weiß, was das Problem ist. Ich weiß es. Wir haben das. Das ist das Problem. Aluschrott. Ja. Das ist aber jetzt natürlich komisch. Ah, nee, passt, 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 passt. Nee, passt nicht. Wir hatten einen Stromausfall. Müssen wir ganz kurz zurückgehen. Wir hatten einen Stromausfall. Nee, wir hatten keinen Stromausfall. Dann passt es doch. Dann passt es doch. Ihr merkt schon wieder, die beiden Gehirnzellen sind voll am Start. Also, wir hatten keinen Stromausfall. Wir waren aber kurz davor, einen zu haben, weil die Batterie schon sich gemeldet hat. Hat gesagt, Digga, das passt nicht mehr lange. Und daraufhin habe ich die Produktion oben abgekapselt. Hier wird allerdings sehr viel Aluminium verbraucht. Und der Überschuss wird geschreddert. Und der Überschuss, der wird eben nicht mehr geschreddert, weil oben kein Strom drauf ist. Jetzt füllt sich natürlich das ganze Aluminium hier auf, weil davor, bevor wir die Anlage oben hatten, ist das überschüssige Aluminium hier mit draufgegangen zum Schreddern. Jetzt geht das nicht mehr. Jetzt arbeiten die Anlagen natürlich hier viel langsamer, weil die Aluminiumbahnen volllaufen. Und da brauchen sie natürlich auch jetzt im Umkehrschluss viel weniger Aluminiumschrott. Und wenn ich viel weniger Aluminiumschrott brauche, wird hier auch weniger produziert, was auch wiederum bedeutet, ich habe weniger Wasser. Guck mal, es ist schon wieder fast voll. Jetzt können wir eins machen. Entweder wir bauen hier wieder mit Überschuss oder wir gucken einfach mal ganz kurz hoch und schauen, dass wir allein zumindest nur mal den Schredder irgendwie extern an Strom hinbekommen. Zum Beispiel hier oben. Nur den Schredder. Die Strommasten machen wir im Nachgang wieder weg, wenn ich es nicht vergesse. Das heißt, das Kabel kommt weg. Ja, genau. Zu lang. Jetzt. Genau. Jetzt wird hier auch das Aluminiumschrott vernichtet. Das ist nicht so schlimm. Wir müssen jetzt bloß mal gucken, was passiert mit dem Aluschrott. Aber der müsste jetzt theoretisch einfach schön sauber weiterverbraucht werden. Und dann müsste das passen. Jetzt fließt hier auch das Förderband wieder. Und das war das Problem mit den Stromschwankungen. Ich glaube schon. Ich glaube, das war also auch nachvollziehbar. Das dauert natürlich jetzt wieder ein bisschen, bis sich das einspielt. Ich mache hier jetzt mal manuell das hier noch weg und das hier noch weg. Dann müsste das jetzt eigentlich laufen. Aber trotzdem, wir haben hier 180 Kubik Wasser. Wir gehen nochmal ganz kurz den Weg zurück. 180 Kubik, da kommt auch nichts mehr dazu, oder? Doch.
Von hier. Dann passt das nämlich. Passt mich da durch. Und hier sind es 300, ja. Dann haben wir insgesamt 300 Kubik. Die gehen da lang. Genau, das war. Ja, jetzt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die brauchen 45 Kubik Wasser. So. Zaubertool. 7 mal 45 ist nämlich 315. Und ich erinnere mich noch dran, vor 20 Folgen. Scheiße, entweder mache ich 6 Anlagen. Dann habe ich aber das Problem, dass die Aluminiumproduktion nicht zu 100% läuft, weil ja, es kommt ja ein bisschen mehr Wasser raus, als verbraucht wird. Und dann, weil die Alternative machen 7 Anlagen, dann habe ich aber das Problem, das Wasser ist weg und die Stromproduktion hier läuft zwar permanent durch, aber ich habe Stromschwankungen, weil einer von den Anlagen dann ja zwangsohne, sagt man das so, einen kleinen Wassermangel hat. Und daraufhin habe ich ja gesagt, okay, cool. Wir untertakten das genauso, dass wir jetzt hier nur noch 30 Kubik Wasser brauchen. Ja. Und dann kommen wir auf die genauen 300, die wir brauchen. Das war das. Ja. Deswegen haben wir auch Stromschwankungen drin gehabt. So viel. Es müsste jetzt wieder ordentlich hochgehen. Super. Problemchen gelöst. Ja, wir sind schon wieder auf 10.200. Ja, so schnell kann es manchmal gehen. Da macht man irgendwo was aus und hat es nicht ganz auf dem Schirm, dass die Produktionskette davor und davor und davor und davor und davor so ein bisschen dran hängt. Und dann funktioniert es nicht mehr. Jetzt haben wir eigentlich Glück gehabt, dass das hier alles nicht funktioniert, das ist normal. Bei mir zumindest. Jetzt haben wir allerdings Glück gehabt, dass das so eine wichtige Produktionskette war, dass die uns sofort aufgefallen ist, weil Strom fällt immer auf. Lass das, Entschuldigung, lass das jetzt mal irgendwie ganz einfache Schrauben oder so sein. Und die funktionieren dann nicht mehr. Und dann läuft irgendwas ganz Wichtiges nicht mehr. Das ist halt dann, und dann merkt man es erstmal nicht. Und dann beginnt die große Fehlersuche. Also. Hätte ich jetzt Schnecken en masse, würde ich die hier einfach alle gnadenlos übertacken. Mann, Mann, Mann. Aber wir haben es geschafft. Sehr cool, freut mich. Übrigens, wenn ihr das Ganze feiert hier, das ganze Chaos und alles Mögliche, und dass mich hier irgendwo so ein scheiß Viech die ganze Zeit sticht, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Würde mich freuen, wäre eine coole Sache. Ich glaube, ich muss gleich mal hier die Katzen loslassen. Ich habe hier irgend so ein Viech. Das die ganze Zeit. Oder die beiden Gehirnzellen brennen gerade durch, das kann auch sein. Naja, gut. Dann hätten wir das. Dann kommen da jetzt noch überall Splitter drauf. Dann brauchen wir die Wasserextraktoren. Das ist so nicht gerade, aber passt der Haar? Passt. Oder? Schaut gut aus. Ich mache hier mal wieder meinen Schwebedocksack. Ich glaube, 10.200 ist okay. 10.275 war, glaube ich, das Maximum. Das bedeutet jetzt, wir haben theoretisch jetzt, wenn wir das so lassen, wenn wir diese verschmolzenen modularen Rahmen erstmal weglassen. Ja, ich würde sagen knapp 4000 Megawatt über. Jetzt kommt noch was dazu.
Ich würde die halt schon gern noch mitnehmen, die verschmolzenen Rahmen, weil wir das Zeug hier auch brauchen, so ein bisschen für das AKW, glaube ich. Also zumindest brauchen wir ja Kühlkörper und alles Mögliche. Also. Aber wir bekommen jetzt nochmal was on top oben drauf an Strom. Ich hätte das vielleicht anders bauen können. Jetzt ist es zu spät. Naja, zu spät nicht, aber. Man hätte das anders machen können, theoretisch, ja. Fällt mir gerade so auf, aber egal. Halt. Ja, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis wir wieder auf die glatten 10.275 kommen. Aber es läuft jetzt wenigstens schon mal. Ja, wir haben es und ich denke mal, jetzt ist das Wasser gleich wieder ein bisschen weg. Dann sickt es wieder runter. Und, aber nee, es läuft eigentlich. Cool. Also gut. Dann. Wie habe ich es da drüben gemacht? Ich habe gesagt, wir machen immer vier Anlagen. Vier Anlagen. Jetzt habe ich hier allerdings aber nicht vier, sondern 10. Das heißt 4, 4, 2. Wie viele Schnecken sind da drin? Eine. Ich habe langsam echt einen Schneckenmangel. Shit. Aber bekommen wir ja hin. Das wird hier ein bisschen eng, aber ich habe auch nicht mehr allzu viel Platz. Halt, Moment mal, komm mal her. Irgendwie, also ohne Scheiß, ich hab's schon mal gesagt. Vor diesem Wasser hier habe ich echt Respekt, weil es hier so grünlich ist, da hinten so lila, als wenn da unten irgendwo unten drunter eine fette Höhle wäre und da ist irgendwas, was so lila rausscheint. Ich weiß, im Wasser gibt es nichts. Übrigens, es hätte ja was geben sollen, diese komische, weiß gar nicht, was das ist, eine Krabbe oder so. Aber ja. Also wenn man sowas in echt sieht, ist es bestimmt geil, aber runtertauchen würde ich wahrscheinlich auch nicht. Der ist dazu. Also wir brauchen jetzt 1, 2, 3, 4. Muss ein bisschen gucken, dass ich da an die Förderbänder vorbeikomme, ja. Würde ich sagen, setze ich jetzt hier den Wasserextraktor da drauf. Den sollte ich auch gleich mal anschließen. Da können wenigstens schon mal die ganzen Pipelines volllaufen mit Wasser. Ich meine, gut, wir haben jetzt insgesamt 10 Anlagen. Wir machen 750 Stromgewinn. Minus, ich glaube, was kostet der jetzt übertaktet? 30. Das sind dann. Ja, 30, 100, 650 Gewinn. Dann. Tja. Das würde mich jetzt mal ganz kurz interessieren. Der MK3 Miner, komplett übertaktet, was der kostet. Wahrscheinlich mache ich da sogar noch Minus so ungefähr. Nee, das glaube ich nicht, aber. Aber der MK3 Miner ist jetzt bei dem. Bei der Kohle einmalig, das heißt, wir hätten ja danach immer noch extrem viel Kohle über. Das müssten wir ja nicht mehr machen. Das ist jetzt der hier. 100 Megawatt. Und der kostet 100 über. Okay. 100 minus. Also 200 brauchen wir allein durch die Instandhaltung, wenn man so will, oder durch den Betrieb. Das heißt, wir würden 550 Megawatt Gewinn machen bei 10 Anlagen. Und der Gewinn wird immer besser, umso mehr Anlagen ich hinstelle, bis er die Kohle vorbei ist. Ihr versteht, was ich meine, ja.
Wir haben ja halt jetzt gerade noch aktuell viel zu viel Kohle. Das kostet auch ein bisschen Strom. Aber ist okay. Also, wir haben hier 1, 2, kein Strom mehr. Eins, zwei, drei und vier. Hier nicht. Dann kommst du her. Hier kommst du auch noch. Wo habe ich denn den jetzt hingesetzt? Ah, ne, passt. Dann bekommst du auch noch gleich Strom. Eine Schnecke. Wir könnten schon. Ich weiß noch, wo ganz safe zwei sind. Also sogar noch mehr. Also, da haben wir jetzt kein Problem. Und die letzten beiden Anlagen brauchen wir nicht übertakten. Zack, zack. Schaut gut aus. Strom noch drauf. Dann bekommen wir die ganzen Kohlegeneratoren an sich noch Strom. Fehlt ein Highspeed-Anschluss. Wollt ihr mich verarschen? Mache ich mit einem normalen Strommasten. Und K1 würde sogar reichen. Ja, jetzt. Das war jetzt. Ne, das passt schon. Einfach ignorieren. Es war, weil jetzt in diesem Stromnetzwerk hier der Kohlegenerator, der Kohlegenerator und der Masten, also dieses Dreieck und mein Schweberucksack, das ist das Problem, weil der immer Strom braucht und das hat hier nicht funktioniert, deswegen kam jetzt die Meldung. Gut, das heißt, wir haben jetzt 18. Halt. Schon wieder gewuschtfingert. 18 mal 15. Noch nicht mal ganz die Hälfte an Kohle verballert mit der ganzen Anlage hier, die wir zur Verfügung hätten. Wir könnten schon noch einiges machen. Jetzt lassen wir das mal ein bisschen anlaufen.10.950, das kann aber so eigentlich jetzt auch nicht sein. Doch. Doch, doch. 10.200 hatten wir. Einer fehlt noch. Einer fehlt. In welcher von euch? Habe ich da vielleicht irgendwas vergessen? Mit einer Pipeline? Ja, haha. Und jetzt müssten wir, wenn das Wasser drin ist, gleich. Genau. 11.075 haben. Jetzt wäre es interessant, wir schauen mal ganz kurz hoch, wie es ausschauen würde, wenn wir jetzt das wieder anschließen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir die Kohle noch verbraten werden jetzt, oder? Also. Dann haben wir es hier nochmal vernünftig gemacht. Das ist okay. Aber vielleicht kann ich es ja jetzt dazu nebenbei laufen lassen. So, die Frage ist natürlich jetzt, also der Strommasten, den hatten wir davon nicht. Hier unten habe ich das irgendwo gemacht. Hier. Ganz genau.
Es würde alles anlaufen. Es dauert natürlich jetzt ein bisschen, bis hier alles anläuft und oben alles anläuft. Wir sind aber tatsächlich jetzt bei der Produktion gut dabei, beim Konsum. Da kommt jetzt wahrscheinlich noch gleich ganz gewaltig was dazu. Hier läuft jetzt auch schon wieder großteils. Man sieht so ein bisschen. Hier oben flutscht das jetzt auch rein. Ich denke mal, wenn das hier alles anläuft. Was kostet denn sowas hier übertaktet? 126. Das ist natürlich viel. Also wenn der läuft, ist ein Problem. Wir gucken mal, was wir für Spitzen haben. Ja, also wir laden, also wir, es schaut gut aus. Wir haben jetzt halt nur noch 500 Puffer. Ich würde sagen, Energiespeicher, wir machen mal noch, also in einer Etage sind immer, glaube ich, vier Stück. Wir setzen da mal so eine Etage drauf, dann haben wir das jetzt auch mal gesehen. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Puffer. Was das angeht, wenn die Batterien am Start sind, weil ich habe jetzt, glaube ich, acht Batterien oder so. Und das ist natürlich jetzt mittlerweile schon wirklich innerhalb von einer halben Stunde, haben wir ja gesehen, hat geschwankt zwischen halbe Stunde und 20 Minuten, ne? Immerhin besser als gar nichts. Aber wir setzen da mal noch welche drauf, und zwar ist das hier. Der Turm ist eh viel zu niedrig. Der müsste höher sein. Damit ich es von überall sehe. Genau, vier Stück sind das immer. Halt, Moment mal. Das ist der falsche Boden. Hier kommt ja der Glasboden rein. Aber nicht. Und zwar aber so rum. Mit den. So kommt er rein. Ganz genau. Was noch geil wäre, eine Hilfsmarkierung von der Höhe her. Weil das sehe ich natürlich jetzt schlecht. Was ich machen könnte, wäre. Ich schaue mir den ganzen Spaß von oben an. Und die Strommasten sind in die Richtung ausgerichtet. Das heißt. Ja, hier habe ich jetzt die Hilfslinie zu nehmen nach links, das ist klar. Übrigens hat jeder eine Speicherkapazität von 100 Megawatt. Nochmal ganz kurz zur Erklärung, wie das hier funktioniert. Die werden jetzt dann gleich aufgeladen, wenn Strom drauf ist. Mit 100 Megawatt, das heißt, es dauert eine Stunde, bis sie voll sind. Wenn wir so viel Strom über haben, aber eigentlich schon. Und dann ist es so, dann haben wir jetzt hier insgesamt 1200 Megawatt gespeichert. Das würde bedeuten, wenn wir jetzt 1200 Megawatt, also wenn die alle voll sind dann, wenn wir 1200 Megawatt zu wenig Strom hätten, konstant, wir sagen jetzt einfach mal, wir haben genau 1200 Megawatt zu wenig Strom. Und normalerweise hätten wir einen Kurzschluss, dann würden die hier einspringen und es würde genau eine Stunde halten. Hätten wir 2400 Megawatt zu wenig, dann würde das eine halbe Stunde reichen. Und so weiter. Hätten wir 600 zu wenig, dann würde es 2 Stunden reichen. Ich glaube, ihr versteht das. Das wird immer nach eine Stunde gerechnet, quasi, wenn man so will. Moment mal, ich muss jetzt mal hier ganz kurz rein. Der hier ist es. Okay, weil die kann man. Das ist auch geil, weil die kann man hier schön in Reihe schalten. Zack. Genau, und jetzt, wenn wir an den Strommasten gehen, haben wir rechts die Anzeige gehabt: 100% Akku. Füllstand. Der dürfte jetzt runtergegangen sein auf 66, 67%. 69%. Das heißt, es dauert halt eine Stunde da unten, bis der Akku vollgelaufen ist.
Und wir haben sogar 1300 Megawatt gespeicherte Energie. Das verstehe ich nicht ganz. Ich habe irgendwo noch mal einen stehen. Irgendwo. Dann kommt jetzt halt hier wieder die Scheibe rein. Das heißt, A, produzieren wir jetzt mehr Strom als letztens. Und B, haben wir einen größeren Speicher. Das heißt, wenn wir könnten jetzt theoretisch sagen, okay, wir fangen mit dem AKW an. Selbst wenn der Strom ausfallen würde, wir haben ein bisschen mehr Puffer, also ein bisschen unwahrscheinlich. Hätte auch, also unwahrscheinlich nicht, aber hätten wir hier auch mehr Zeit, um was zu beheben. Aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem das nächste Mal noch zu dem komischen See dahin. Und stellen da nochmal mindestens eine Reihe hin von den Kohlegeneratoren, genau. Dann ist die Kohle auch weg. Dann kann ich glücklich schlafen. Ich habe keinen Scheiß gebaut. Und dann geht es ganz normal weiter mit dem AKW. Ich würde halt auch gern irgendwann mal das Zentrallager weitermachen. Das ist alles so eine Sache. So, wo ist jetzt Architektur? Der Boden. Halt, Quatsch, das muss oben drauf noch der Rahmen. Und so können wir das nach oben ziehen bis zum Umfallen. Und umso höher, umso besser, das sehe ich ihn auch von der Ferne, weil, wie schon gesagt, ihr habt das letztes Mal gesehen, ich habe links eine Meldung bekommen, und dann war aber schon der Akku halb leer, so ungefähr. Das ist immer ein bisschen komisch. Und so sieht man es halt gleich, wenn Akkubetrieb ist. Hätten wir eigentlich mal angucken können, habe ich jetzt nicht gemacht, leider. Weil dann, das sieht man wirklich. Vor allem, wenn es dunkel ist, das leuchtet hier wie ein Feuerwerk. Die Batterien, wenn die benutzt werden. Gut, dann haben wir jetzt hier nochmal aufgestockt. Eine Etage, das passt. Die ganzen AKWs hier laufen jetzt. AKWs vor allem, ja, klar, man kennt sie. Die ganzen Kohlegeneratoren hier laufen jetzt auch, das ist auch wichtig. Und sonst läuft jetzt die Anlage, die wir letztes Mal ausgemacht haben, auch wieder. Wir gucken mal ganz kurz nochmal. Ja, aber wenn wir hier schon mal das, also orange bedeutet, wir sind im Betrieb. Und blau heißt, wird geladen. Also wir sehen schon, wir steigen da ein bisschen drüber mit dem Konsum. Aber wie schon gesagt, 19 Stunden, teilweise 10 Stunden, 21 Stunden haben wir Batterien, weil wir wirklich bloß ganz knapp drüber sind. Und auch nicht permanent. Es macht Sinn. Wir werden es so machen. Nächstes Mal bauen wir uns dann Steg hin. Dann machen wir nochmal Kohle, Strom. Und dann haben wir definitiv einen Puffer. Und dann geht's los. Übrigens, was ich gerade eben gesagt habe mit dem Zentrallager. Das machen wir definitiv nach dem AKW. Weil das Lager da oben frisst so viel Strom. Also das Lager eigentlich nicht. Aber die ganzen Produktionsanlagen, weil da oben wird ja alles vernichtet, was Überschuss ist. Und das ist ja hier zum Teil noch nicht so. Also zum Beispiel, wie man es halt hier sieht, gut, bei der Alu-Produktion vielleicht schon ein schlechtes Beispiel, aber da hinten. Alles, was hier oben drauf ist, arbeitet eigentlich aktuell gar nicht. Man sieht, die Bänder stehen still. Ja, ein bisschen wird immer gearbeitet, aber gut, weil hier die Lager voll sind. Hier sind die Lager voll. Ich kann gleich mal. Ne, obwohl. Hier sind die Lager voll. Passt. Das heißt, es wird nicht gearbeitet. Hier sind sie bald voll. Das heißt, wenn das hier komplett voll ist, dann sparen wir uns auch wieder ein bisschen Strom. Theoretisch. Und wenn das dann natürlich hochgebracht wird ins Zentrallager, dann arbeiten die permanent durch. Das will ich eigentlich auch. Aber dazu brauche ich Strom. Der ist dazu. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.